Wunderbar. Das riecht nach Applaus, nach Stimmung. Wen haben wir heute hier in Malsch im alten Bahnhof, Hausbrauerei Alter Bahnhof zu Gast? Als erstes haben wir ein großes, junges Talent. Er hat es jetzt gerade in die Stammformation geschafft. Er kommt aus München und begrüßt mit mir David Herold. Dankeschön. Und dann hatten wir gestern einen ganz besonderen Tag, 30 Jahre KSC Valencia. Und wen kann man da besser einladen als meinen Freund Rainer Schütterle? Hallo. David, mit dir fangen wir an. Schön, dass du da bist erstmal. Und ich habe am Freitag ist schon so lange her, habe ich dich gefragt, ob du in meine Sendung kommen würdest und du sagst direkt ja, aber so richtig gewusst, wer ich war, hast du nicht. Ne? Aber ich fand das so vorbehaltslos, einfach mal, ja, ich komme. Ja, man muss sagen, es war ja direkt nach dem Training, da ist noch ein bisschen die Gedanken woanders, genau. Ja, genau. Aber da haben die Jungs mir natürlich auch schnell erklärt, um was ich sehe. Ist auch kein Problem, ne? Rainer, ist kein Problem, wenn man uns heute nicht mehr kennt, oder? Gerade als junge 20-Jährige. Ja, ist schwierig tatsächlich. Also es ist echt schon lange her, von daher. Vollstes Verständnis auch. Ja. Erst recht nach dem Training da. hast du danach gefragt, wer ich bin, was ich mache? Ich muss tatsächlich sagen, dass ich den Namen Euro-Eddie schon öfters im KSC, jetzt seitdem ich hier bin, gehört habe. Gut. Ich habe das Spiel natürlich nicht verfolgt, weil da gab es mich natürlich noch nicht, klar. Als ich dann zum KSC gekommen bin, hat man das schon immer mal wieder irgendwo gehört, das Spiel gegen Valencia. Aber dann haben es mir die Jungs natürlich auch nochmal erklärt, um was es genau geht. Ganz gefährlich. Wen hast du denn gefragt? Paul Nebel hat gesagt, ihm sage ich jetzt Bescheid. Aber sofort hat er gesagt. Bleib ruhig. Also wenn einer von außen kommt. Lukas Coelho, der wusste auch nichts mit mir anzufangen. Und dann habe ich ihm gesagt, du geh bitte, wenn du in die Kabine gehst, frag bitte ganz leise irgendeinen. Aber was hat er gemacht? Er geht in die Kabine, könnte einer von euch Euro-Eddie. Wurde von allen hat er Stress bekommen. Nein, es ist aber auch gar nicht schlimm, um Gottes Willen. Gefährlich wird es allerdings, wenn du Kobalt fragst, oder? Hast du ihn nicht gefragt, Christoph Kobi? Nee. Der hätte dich 100% belogen. Ja, ne? Der will auch die 10 spielen, hat er gesagt, zum Trainer. Das lassen wir lieber. Bitte? Lassen wir lieber. Ja. Abschläge ist besser für ihn, oder? Den lassen wir in der IV, ja. Ja, genau. Trainer eigentlich auch gesagt. Ne? Trainer ein bisschen geguckt, aber er will die 10 spielen. Ja, nur nach vorne arbeiten. Jeder hat Träume und Wünsche. Dieses Spiel ist 30 Jahre, ganz kurz noch, und Oliver Kahn war im Tor. Den kennst du ja, oder hast du kennengelernt? Ja, genau. In München habe ich den jetzt, wir kennen uns jetzt nicht wirklich gut, klar, aber der war damals in Amerika, als ich auf der Amerika-Reise mit den Bayern war. Da habe ich ihn so das erste Mal eigentlich ein bisschen mehr dann kennengelernt und auch mal das ein oder andere Wort ausgetauscht. Okay. War er nett? Ja. Gott sei Dank. War er bei uns nicht? Ist auch nicht immer so. Bitte? Ist auch nicht immer so. Nee, aber bei uns war er doch. Ja. Zumindest mit uns zwei. Genau. Rainer, 30 Jahre Valencia, das hat was, muss man schon sagen. Auch für uns, muss man ganz ehrlich sagen. Was ist der erste Gedanke, wenn du an dieses Spiel denkst? Der erste Gedanke ist tatsächlich, dass wir im Stadion eine unglaubliche Stimmung hatten, die von Anfang an schon so war. Also du kommst raus zum Warmmachen und denkst schon, was ist denn hier heute los? Und wir haben natürlich dann durch unser Spiel noch ein Stück weit dazu beigetragen, dass sich das natürlich noch entwickelt hat, aber die Stimmung war Hammer. Pyro war auch... Würde man die ganze Kurve verhaften, oder? Wahrscheinlich, ja. Also da hat es schon ordentlich gebrannt tatsächlich. Also das war schon so. Also ich weiß, als wir im Tunnel standen, dass ich das Tor nicht gesehen habe. Das linke zumindest. Also damals war ja die Fankurve auf der anderen Seite. Genau. Aber eigentlich, wenn man über dieses Spiel redet, muss man eigentlich in Valencia anfangen, oder? Wie hast du das in Erinnerung? Naja, insofern, dass natürlich wir beim spanischen Tabellenführer gespielt haben, die
eine super Mannschaft hatten und wir natürlich auch ja, zurücklagen. Natürlich hat der Trainer den Fehler gemacht, mich auf der Bank zu lassen. Sonst wäre es vielleicht nicht so schwer geworden, aber glücklicherweise bin ich ja dann auch irgendwann reingekommen und du hast dann das 3-1 noch gemacht, was sicherlich ein sehr wichtiges Tor war, gerade im Hinblick aufs Rückspiel und von daher, ja, es war schön in Spanien, und, aber das Rückspiel war deutlich schöner. Stimmt, wir hatten natürlich unglaublich viel Glück, meiner Meinung nach, und ja, es, was ich so noch weiß, ist, dass kurz vor Spielbeginn noch gar keine Zuschauer im Stadion waren, sehr wenige. Und als wir dann aus den Katakomben rauskamen, gut, du bist ja vorher abgebogen auf die Bank, und da war wir mal das ganze Stadion voll und in einer Lautstärke, das war unglaublich. Die haben wahrscheinlich gewusst, dass ich nicht spielen habe und sich überlegt, ob sie überhaupt kommen. Ja, nein, aber ja, das ist wahrscheinlich in Spanien grundsätzlich so, dass sie tatsächlich erst später dann kurz vor Spielbeginn reinkommen, weil sie vielleicht auch dann ja, das ein oder andere noch essen, trinken. Ich glaube, das ist in Spanien tatsächlich so und von daher, ja, war anders. Ist anders als in Deutschland, ja. Wir haben, oftmals ist es auch so, dass sie in den südlichen Ländern sich draußen gar nicht warm machen, sondern dass die in den Katakomben bleiben, war für mich auch neu. Das habe ich schon mal erlebt. Ich war ja mit dem VfB Stuttgart im Endspiel des Europapokals. Hast ein bisschen verlaufen, ne? Allerdings auch in der Garage. Da war es tatsächlich so, dass Neapel gar nicht rauskam. Ja, also es hat uns gewundert, ob die Angst haben oder irgendwas, aber es war dann doch nicht so. War nicht so. Genau. Wir haben nach dem Spiel, wo wir sehr, sehr viel Glück hatten und dann nach Hause geflogen sind, auch ein bisschen ernüchternd, 2 Wochen Zeit. Fußballerisch haben wir da nicht viel geboten. Wir haben, glaube ich, das Rückspiel, wo du im DFB-Pokal gegen Gladbach, wo du im ersten Spiel im Tor für Oliver Kahn standst als Feldspieler, haben wir 1-0 in Düsseldorf verloren, sehr schlecht gespielt und dann auch beim Tabellenletzten in Leipzig verloren. Ne? Oder wie war das? Weißt du das noch? Ja, das könnte ich so bestätigen, glaube ich. Ja, tatsächlich. Also Leipzig war natürlich schon ziemlich kacke. Klar, in Düsseldorf gegen Gladbach, das ist ein neutrales Spiel, das kann passieren. Hätten wir uns natürlich auch anders vorgestellt, weil wir zu der Zeit also wirklich, ich sag mal, vom Niveau wahrscheinlich sogar stärker als Gladbach waren. Von daher war Düsseldorf natürlich schon eine ärgerliche Niederlage. Aber Leipzig, ja, also das hätten wir sicherlich gewinnen müssen und da haben wir uns, glaube ich, nicht so mit Ruhm bekleckert und hatten dann auch keine so gute Stimmung ursprünglich. Ja. Es war relativ ruhig, so kann ich mich erinnern, vor diesem Valencia-Spiel. Auf die mentale Stärke zu kommen, hast du das Gefühl gehabt, dass die, vor allen Dingen die Erfahrenen, sie waren relativ ruhig, so habe ich es in Erinnerung, dass wir eine enorme mentale Stärke hatten in dem Spiel? Oder führ dann auch zum Spiel hin? Weil du gewinnst dieses Spiel ja nicht abends. Nein, ich denke schon, dass wir uns unglaublich fokussiert haben auf dieses Spiel. Und natürlich jeder hat gemerkt, was in der Stadt los ist im Vorfeld dieses Spiels. Ja. Und von daher hatten wir tatsächlich echt eine spezielle Stimmung dann schon die ganze Zeit kurz vorher. Und das hat sich, glaube ich, dann auch im Spiel gezeigt von Anfang an. Ich meine, die Szene ist ja exemplarisch, wie dann der Anstoß von Valencia wiederholt werden musste, weil der Wolle Rolf schon, glaube ich, bei dem Spieler war, der angespielt hat, bevor der überhaupt den Ball berührt hatte. Also solche Dinge, die haben dazu beigetragen. Klar hatten wir Glück, ja, am Anfang Glück und Oli Kahn hat natürlich auch super gehalten dann in den ersten Situationen und dann hat das seinen Lauf genommen. Ja. David, mentale Stärke ist ja heute modernen Fußball noch ein größeres Thema. Es gibt Psychologen. Wie war das oder wie ist das bei dir? Verarbeitest du deine Niederlagen, auch deine positiven Sachen selbst? Oder hast du auch einen, der dir von außen hilft? Oder war das in München so, als du da warst? Ich glaube, in erster Linie ist es, glaube ich, bei jedem Spieler erstmal anders, glaube ich. Also ich glaube, ein anderer Spieler ist da vielleicht eher immer, wenn wir jetzt über eine Niederlage sprechen, vielleicht eher immer ein bisschen geknickt und möchte vielleicht erstmal mit gar keinem sprechen. So
würde ich jetzt auch mal sagen, dass es da bei mir natürlich auch das ein oder andere Spieler natürlich gibt, wo ich dann sage, ey, ich möchte jetzt einfach mal für mich sein. Aber ich finde, es tut auch genauso gut, wenn man dann mal sagt, ne, es macht jetzt keinen Sinn, nur deprimiert zu sein oder auf der Niederlage noch rumzuhacken, sondern auch einfach mal mit irgendwem zu sprechen. Das muss jetzt nicht, meiner Meinung nach, nicht unbedingt jemand sein, ein Psychologe oder so. Ich meine, man kann auch einfach mit Familien, Freunden oder sowas, kann man natürlich auch drüber sprechen. Und vor allem, du kannst es ja nicht mehr ändern. Ich glaube, die Stärke eines Profis im Fußball oder generell eines Leistungssportlers ist abhaken, so schnell wie möglich abhaken. Meistens ist es so, man kommt vom Spiel, man kann abends nicht schlafen und morgens oder einen Tag später fängt man dann an, wieder an das nächste Spiel zu denken, weil es ist vorbei. Ja, genau. Ich meine, vor allem jetzt heutzutage, ich verarbeite es natürlich dann auch mit einer Videoanalyse noch oder so, ne? Dann schaust du dir das Spiel irgendwie am nächsten Tag noch an und ab da hakt man das dann ab und nimmt halt die negativen Dinge, muss man halt dann schauen, dass man die in der Zukunft dann umsetzt, aber man kann natürlich auch die positiven Dinge dann mitnehmen in die nächste Woche. Du bist mit 13 Jahren, bist ein Allgäuer Junge, ne? Ja. Aus der Nähe von Memmingen? Ja, genau. Ja. Mildenstein, oder wie heißt das? In der Nähe von Mindelheim ist ein ganz kleines Dorf, also... Okay. Dann zum großen FC Bayern als 13-Jähriger. Wie ist das? Du kommst dahin, bist du dann direkt im NLZ oder bist du erst, fährst du erst oder wie geht das? Ich bin die ersten 3 Jahre bin ich hin und her gefahren. Das heißt, ich war ganz normal noch, habe zu Hause bei meiner Familie gelebt, bin zu Hause in die Schule gegangen, aber bin dann halt natürlich, ich weiß gar nicht, ich glaube 15 Uhr oder sowas musste ich schon wieder an der Tankstelle sein, wo man mich dann immer abgeholt hat. Also da gab es so von Bayern gab es so Shuttlebusse, so 9-Sitzer-Busse, die halt dann die ganzen Spieler aus München und Umgebung abgeholt haben. Und dann bin ich da mit dem Bus immer nach München gefahren, 3 Jahre lang. Und mit 16 bin ich dann ins Internat dann eben in den Campus gezogen. Gut, Memmingen ist ja schon ein bisschen mehr wie Umgebung von München. Das sind ja doch 120 Kilometer, oder? Ja, ich glaube, es sind ziemlich genau 120. Ne? Ja. Also ich habe in den 3 Jahren schon sehr viel Zeit auch auf der Autobahn natürlich verbracht. Aber hast du da deine Hausaufgaben gemacht, oder wie geht's? Oder hast du es so geschafft? Also ich habe es in der Zeit, als ich 13, 14, 15 war, habe ich es immer so geschafft, mit Hausaufgaben. Ging auch ohne. Jetzt, da das natürlich meine Mutter, mein Vater sehen könnten, sage ich jetzt natürlich, ich habe die Hausaufgaben immer gemacht. Ja, genau. Nee, aber klar, es war natürlich wenig Zeit, die ich da jetzt irgendwie zwischen Schule und Training dann hatte oder wann es dann wieder losging. Aber ich habe natürlich dann schon geschaut, dass ich das meiste irgendwie noch schaffe, zuvor zu machen, vielleicht sogar in der Schule noch direkt oder dann halt eben auf der Fahrt dann oder am Abend noch. Dann kommt die Jugendnationalmannschaft dabei. Du warst in allen Jahrgängen Jugendnationalspieler. Aber viel spannender ist eigentlich die Youth League. In der U19 spielt der Youth League. Du bist mitten im Abitur. Und wie schafft man das? Ich denke, hast du da einen Lehrer, der mitfliegt? Du bist ja während der Woche, die spielen ja parallel zur Champions League. Ja, genau. Also ich habe das natürlich das Privileg gehabt, die Youth League zu spielen, weil ich meine, das ist ja natürlich nicht die Arbeit oder die Belohnung für uns, sondern natürlich die Belohnung für die Profis. Aber ja, also da ich habe 3 Jahre lang habe ich die Youth League gespielt. Das eine Jahr mit Corona fällt natürlich weg. Aber das sind natürlich kommen natürlich schon immer Tage dazu, die du halt in der Schule dann verpasst. Ne? Vor allem wenn du auswärts spielst. Anreisetag zuvor und du kommst auch erst wieder am Tag zurück nach dem Spiel. Das heißt, es fallen halt immer 3 Tage weg. Also dann musst du es natürlich auch irgendwie hinkriegen, dass du das mit der Schule machst. Aber da war jetzt kein speziell jetzt ein Lehrer dabei, der das dann für dich gemacht hat. Das hat man dann schon selbstständig gemacht. Du hast zu unserer Zeit hieß es oftmals, ja, die haben ja keine Jugend und so. Hast du irgendwas in der Jugend vermisst, dass du sagst, ach, ich wäre mal gern in die Disco gegangen oder war die Leidenschaft, ist die so groß für den Fußball, dass du das, was du gemacht hast, also gern auf dich genommen hast? Ja, nee, also auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt nochmal wählen könnte, 3 Jahre lang Bus fahren. Ich würde sogar wahrscheinlich 6 Jahre lang Bus fahren zum Training. Also ich meine, ich glaube, das ist natürlich mit das Schönste für mich. Also das ist
wenn ich jetzt Familie alles wegnehme, ist natürlich dann Fußball, das Fußballerleben ist natürlich mit das Schönste und ich glaube, ich würde es natürlich definitiv nochmal so machen. Rainer, du warst ebenfalls Jugendnationalspieler. Wie war das zu deiner Zeit? Zu fahren hattest du nicht so viel, du kommst aus Kehl und du hast eine Ausbildung gemacht beim Roland Schmieder, ne? Coca-Cola. Ja, ja, Industriekaufmann. Ah. Warst du auch ab und zu da? Ab und zu. Ja, ich hatte da wirklich sämtliche Möglichkeiten. Ich habe auch U18-Nationalmannschaft gespielt. Klar, das war dann das Sprungbrett letztendlich, wo dann Vereine auf dich aufmerksam werden. Ich hätte auch andere Möglichkeiten gehabt, als nach Karlsruhe zu gehen, aber Karlsruhe hat mir tatsächlich die besten Möglichkeiten geboten mit Roland Schmieder. Meine Eltern haben gesagt, ich soll eine Lehre machen und bei Coca-Cola, ja, ich habe deswegen ein Jahr bei den Amateuren gespielt, also damals dritte Liga, um die Ausbildung zu machen, sonst hätte ich vielleicht das ein oder andere Spiel mehr in der ersten Liga. Aber Das geht ja nicht, du hast ja in der zweiten Liga angefangen. Ja, weil die im Jahr vorher dann abgestiegen sind. Ach so, okay. Also es wäre schon erste Liga gewesen in dem Jahr, als ich bei den Amateuren gespielt habe. Aber damals durfte man nicht bei den Profis spielen, weil man musste ein Jahr im Verein sein, um bei den Profis spielen zu können. Und ich habe die Lehre gemacht. Ich hatte das Glück tatsächlich, dass ich, glaube ich, nur 3 oder 4 Monate mal kurz im Betrieb war. Und dann bin ich nur noch in die Schule gegangen. Und dann habe ich die Schule extra gewechselt von Karlsruhe nach Offenburg, weil dort kein Blockunterricht war, weil Blockunterricht ist natürlich 2-3 Wochen, du kannst mal vormittags nicht trainieren, geht natürlich nicht. Haben wir geändert und ich habe es dann halt gemacht und war okay. Ja. Dann wirst du Profi und sofort in der zweiten Bundesliga Torschützenkönig mit 20 Toren, oder? Nee. Das war im ersten Jahr habe ich, glaube ich, nur 7 gemacht. Aber aufgestiegen im zweiten Jahr kam Winnie Schäfer, in dem Jahr sind wir dann in die erste Liga aufgestiegen. Ja. Und in dem Jahr habe ich 20 Tore geschossen. Ja. Aufstieg, es sah nicht immer danach aus, aber danach habt ihr eine unglaubliche Serie, glaube ich, von 10, 11, 12 Spielen ohne Niederlage gemacht. Ja, ich glaube, es waren mehr. Es waren sogar noch mehr. Waren fast 20 sogar. Dann und dann hast du dich ein bisschen verlaufen. Habe ich hier stehen, da gehe ich aber mal drüber hinweg, zweite Chance. Muss man wirklich so sagen, ne? Dann kam es ja wieder zurück, aber die Fans waren nicht so froh mit dir am Anfang, oder? Naja, ich sag mal, wenn man von Stuttgart nach Karlsruhe, also es ist schon schlimm, wenn man dorthin geht, ja, also zurück war natürlich dann, da habe ich schon 2 Jahre gebraucht, diesen Lapsus wieder irgendwo vergessen zu lassen. Ich glaube, der eine oder andere hat ihn immer noch nicht ganz vergessen, aber letztendlich war es für mich einfach, Stuttgart ist insofern die beste Option, weil es einfach nicht weit weg war, A von Karlsruhe und B auch von zu Hause. Das war für mich so, es war kein Geldthema. Ich glaube, ich hätte in Karlsruhe das Gleiche verdienen können. Dann habt ihr ja jahrelang gegen den Abstieg gespielt und irgendwann seid ihr dann, also sukzessive immer besser geworden, bis ihr dann Sechster wurdet und dann in den Europapokal kam. Spätestens da waren die Fans auch wieder mit dir zu eins. Ja, ich glaube, so ab im dritten Jahr. Ich habe auch da dann eigentlich jedes Jahr die meisten Tore geschossen. Ich hatte, glaube ich, 2 Jahre, habe ich 10 und 11 Tore in der ersten Liga gehabt. Also als Mittelfeldspieler in Anführungszeichen. Ich habe ja nie ganz vorne gespielt. Also von daher war es dann auch irgendwann okay. Und ich glaube, heute ist es ganz in Ordnung. Hat er verdient. Ich hange mich jetzt ein bisschen durch das tolle BNN-Interview des KIT-Psychologen Darko Jekautsch. Er nennt Wunder vom Wildpark, Wunder impliziert immer, was unerwartet ist, unwahrscheinlich, ein Ereignis, das so ist. Sag mal, in Bayern ist das eher weniger, wenn die irgendwo 7-0 gegen spanischen Tabellenführer gewinnen, dann ist das nach 3 Monaten vergessen, denke ich, oder früher sogar. Wie siehst du das? Wie lange wird der Mythos noch bestehen? Sagen wir mal so, weil ich will am Ende was dazu sagen. Naja, der Mythos wird wahrscheinlich noch relativ lang bestehen, weil ist es jetzt nicht unbedingt in Sicht, dass man erste Liga spielt und dann in der ersten Liga auch noch unter den ersten 5 oder 6 ist. Das ist so realistisch muss man einfach sein. Ja, wir würden es uns alle wünschen, es ist kein Thema, aber
das war schon eine Ausnahme. Und dann natürlich auch noch gegen einen Tabellenführer aus Spanien. Ja, und dann noch die Höhe des Ergebnisses. Klar, das hat schon was und es geht dann auch in die Richtung, wie der Psychologe gesagt hat. Also Wunder unerwartet und so weiter und so fort. Und von daher kann das schon noch eine Weile nachhallen. Was aber auch grundsätzlich, das gehört dazu und ist zur Historie, für die Historie. Im positiven Sinne ist es ja auch gut für den KSC. Nur wenn es im Negativlauf ist, dann könnte es zu einer Belastung sein. Aber ich glaube, die Jungen jetzt gar nichts mehr mit zu tun. Genau. Ja, also wie gesagt, also ich glaube weniger, dass das jetzt für die aktuellen Spieler dann ein Problem sein sollte und auch nicht ist, weil das tatsächlich so lange her ist und wenn man den ein oder anderen positiven Aspekt in der Vergangenheit hat, dann sollte man den auch entsprechend, glaube ich, auch würdigen und zur Kenntnis nehmen und nicht mehr, nicht weniger und fertig. Gut, haben wir das Thema soweit abgehakt. Ich sage am Schluss noch was dazu. Im zweiten Jahr, im Seniorenbereich, ihr spielt in Eichstätt, kommt der Trainer und sagt, David, du fährst und fliegst mit nach Amerika. Wie war das? Ich meine, du fliegst nach Amerika mit der Profimannschaft des FC Bayern München, nicht mit irgendeiner Mannschaft. Ja, es, wie du schon gesagt hast, schon unerwartet ist. Ja, du hast gerade das Spiel. Ein Wunder bis, quasi. Ja, Hammer, jetzt haben wir es wieder. Ne? Genau. Nein, wie gesagt, wir hatten das Spiel gerade eben und dann hat er im Bus eben gesagt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass ich mitfahren werde, dass ich mich schon mal darauf vorbereiten soll. Und dann kam, glaube ich, abends dann nochmal die endgültige Zusage eben, dass ich mitfliegen darf. Ja, und das ist natürlich was sehr Schönes. Dann spielt er in Washington und du darfst mitspielen. Er gewinnt 6-2, 74 Minuten eingewechselt. 6-1, glaube ich sogar. 6-1 sogar? Ich bin mir selber... Gut, wahrscheinlich, ja, wer weiß, wann das zweite oder das Tor da gefallen ist. du kommst in der 74. Minute für Matthias de Ligt. Ja. Matthias de Ligt rein. Wie ist das so, wenn du so reinkommst und mit den ganzen Raketen spielst? Ja, ich schätze mal so. Ja, es ist natürlich schon was Surreales, aber man muss natürlich auch sagen, dass man das ein oder andere Mal mit denen natürlich dann auch schon mittrainiert hat und die natürlich auch nur Menschen sind. Ich meine, das sind jetzt, klar, die sind in dem, was sie machen, einfach sehr gut, sonst wären die jetzt nicht bei Bayern München. Aber wie gesagt, das sind alles auch nur Menschen und die ticken auch ganz normal wie ich oder wie jeder andere. Aber wenn man das natürlich dann, vor allem wenn ich mir das jetzt wieder mal so durch den Kopf gehen lasse, dann ist es natürlich schon was, ja, das ist einfach surreal. Ich würde doch so gern mit euch über alles oder was weiß ich reden. Ich habe hier Hermann Gerland, sagt immer, Jungs, guckt euch das Gebäude des Profis an, da müsst ihr irgendwann mal rein. Leider ist die Sendezeit schon wieder zu Ende. Aber ich möchte noch was zum Mythos KSC sagen. Wenn der KSC aufsteigt, im Europapokal sogar spielt, dann bröckelt der Mythos. Und das wünschen wir uns doch alle, oder? Ich habe kein Problem damit. Ich auch nicht. Ja, du auch nicht, oder? Gar kein Problem. Wunderbar, Jungs. Zeit war wieder mal viel zu kurz. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Euroleague.